der aufgeschobene Gedankenkomplex von gestern. Es ist eigentlich völlig unerheblich, ob sie in der tumpen Traumwelt des Vergessens zum Schutz ihres Lebens auf der Glücksphäromonspur des Schmetterlings ihr Leben verträumen, oder ob sie in die Acheronta der Raupe hinabtauchen, um sich dem Komplex der Augenblicksvergegenwärtigung unter dem Preis der sirrenden Explosionen der Vergänglichkeit, Vergeblichkeit, Absurdität stellen, indem sie ein paar Existenzialmomente unter den Traumschlaf mischen. Die eigentliche ihnen gestellte Rätselaufgabe wäre damit immer noch nicht adressiert, nämlich zu begreifen, warum da etwas begreift, warum da etwas spiegel-pseudo-reflexiv es möglich machen soll, möglich gemacht haben soll, dieses Bewusstsein dieser absurden ternären Aufspreizung zwischen botschaftslosem Realen mit den Akzidenzien der infernalischen Mutter in Kontrast mit den Tröstungsillusionen der Hoffnung, der Idealisierung, der Bedeutungs- und Sinnzuweisungen, dem Hetzen nach Zielen und Zwecken, dem Phantasma der Unsterblichkeit und sonstigen Gegenkompensationen in dieser maximalen Absurd-Unmöglichkeitsaufspreizungsparalektik. Ihnen es möglich machte, dies zu erkennen und sogar selbst auf das Bewusstsein, auf den Wahrnehmungsvorgang bezogen, diese kontinuierliche Selbstauslöschungsreihe in ihrer Autoparadoxie erkennen machen lässt, warum also das Tödliche, das Unvermeidliche, das Unweigerliche, das nimmermehr in den Erkenntnismodus bringen durch dieses Bewusstsein, wenn sie dieses Rätsel nicht gelöst haben, warum sich das dennoch nicht sofort wieder herausgemäntelt hatte, so ein hinderliches Bewusstsein, dann haben sie das Rätsel der menschlichen Existenz des Schizospaltsprechwesens nicht verstanden. Und sie müssen es zudem artikulieren und formulieren können, wie diese Maschinerie all die Innenwahrnehmungen und alle die Außenweltwahrnehmungen mit seinen projektiven A prioris, könnte man sagen nach Kant, mit seinen Akzidenzien belegt, schön gut ganz geglättet darstellt im heraklitischen Sinne, gedreht um 90 Grad zunächst, um den ständig hinabstrugelnden Vortex-Helix-Spirale eines bodenlosen Falls
Fallens und Phallus zu übertünchen, indem er jede Existenzgegenwart durch das Überspringen vom zweiten Futur in die Vergangenheit zukleistert. Alle diese Fragen, die den Fragen der Theriotes, wie die Lebenserzeugung und die Lebenserhaltungen und lebensneue Transformierungen sich gebärden und die die Ursache dieser Aufspreizung primordial darstellen. All diese Fragen beginnen vom afanesischen Mythem, müssen zunächst an die Tafel des Menetekel Uparsin gekritzelt werden, bevor überhaupt die Rätselfrage, die ihnen gestellt wurde, als einziges Sein, das so etwas die Chance hätte, sich selbst zu beantworten, zu lösen und damit ein wenig Klarheit in das absichtlich inszenierte, unverständliche Chaos von Überkomplexität und Übergewältigtheit zu bringen, ebenfalls wieder als Projektionsakzidenzien des Proton-Pseudos im Auswurf aus dem urerst einzigen, bevor das dritte, das abgekoppelte Begehren des anderen, der abgöttlichen und das große Viech des Leviathans am Horizont überhaupt erst auftaucht als grinsender Kilroy.